Wir sind Anna und Flo. Mit unserem selbst ausgebauten Fiat Ducato Bob und unserem Tierheim-Mischlingshund Paul aus Teneriffa. Anfang Juni haben wir Deutschland verlassen, alles aufgegeben, in Berlin verkauft und sind dann an der Atlantikküste heruntergefahren bis nach Spanien in Andalusien. Von dort haben wir die Fähre auf die Kanaren genommen. Begleitet uns jetzt in den nächsten Tagen auf Fuerteventura und seid gespannt, was uns passiert. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind nach wie vor auf Fuerteventura, genießen etwas den sommerlichen Winter weiterhin diese Woche. Ja, von A nach B, halten uns hier im Norden auf und ja, seid gespannt, was uns passiert. Wir freuen uns wie üblich über jedes Feedback und natürlich auch über jedes Abo und Like, denn das hilft uns etwas mehr zu wachsen und wir freuen uns umso mehr, hier eine etwas größere Community aufzubauen. Vielen Dank! Guten Morgen, ihr beiden. Hallöchen. Na, wie geht's euch? Habt ihr gut geschlafen? Oh, es war ein bisschen kalt, oder ist es noch? Aber ansonsten schon. Ich glaube, Paul hat gerade noch sein zweites Schlaferlebnis. Ja, Paulchen freut sich immer, wenn er hochkommt und darf kuscheln, ne? Herr Paulchen? Mhm. Bist ein süßer Schatz, ne? Ich auch. So. Jetzt gibt es erstmal Kaffee. Ne? Und dann ist Wochenende. So sieht übrigens die tägliche Raubtierfütterung aus. Paulchen guckt zu. Man muss ja natürlich auch überprüfen, dass das Essen auch ordnungsgemäß zubereitet wird. Auf jeden Fall. Ne, Paulchen? Du kriegst gleich dein Futter. Das ist eine ganz schöne Fressmaschine, der ist immer total aufgeregt, wenn er Futter kriegt, der Kleine. Was machst du da? Ich wollte hier kurz noch die... Guck mal, Paulchen will schon Futter, Schatzi. Was? Paulchen möchte Futter. Ja. Wassertank ist doch schon wieder vorne leer. Ja, aber wichtiger ist, dass das Paulchen Futter kriegt. Guck ihn dir doch mal an, der verhungert doch. Paulchen, die braucht ganz schön lange, ne? Jetzt geht die alles entscheidende Tür auf. Oh, oh. Jetzt geht's los. Jetzt kommt das Geräusch, was den Hund am glücklichsten macht. Den musst du auf deine Decke gehen, Paulchen. Paulchen, Decke, los, geh auf deine Decke schon mal. Ja. Achso, hier ist ja nur noch Paulchen, Decke. Mein Schatzi. Ja. So, Paulchen wartet jetzt auf den Fressen. Ich bin ganz hungrig. So, Paulchen. Warte. Okay. Raubtierfütterung erfolgreich beendet. Wir sind jetzt so unterwegs und Wäsche waschen. Wäsche waschen. Hier in El Cotillo. Ist alles zum Glück alles fußläufig erreichbar. Anna ist am Auto noch mit Paulchen und macht natürlich schon wieder fürs neue Video. Schneidet sich schon wieder alles zusammen. Und ja, ich glaube, sie muss noch ein bisschen arbeiten. Da ich ja heute frei habe, habe ich das Glück, die Sachen zu erledigen. Und dann gehen wir heute Nachmittag wahrscheinlich mit einer Freundin von Anna noch ins Wasser surfen. Ich frage Madi und Max mal, ob ich ihre GoPro ausleihen kann. Und ja, heute ist Feiertag in Spanien. Und da wird wahrscheinlich nicht so viel passieren heute. Aber mal gucken. Ich wasche jetzt erstmal Wäsche und werde noch ein bisschen lesen. Bis dann. Musik.
So, jetzt bin ich gleich am Platz. Jetzt muss ich aber noch eine Sache loswerden. Ja, wir sind ja hier auf so einem großen Aschenparkplatz. Man sieht da hinten, ist das Surfspot, und da standen wir eigentlich immer. Aber jetzt stehen wir hier vorne, nicht so weit weg von der Hauptstraße. Und gerade voll cool, ich bin da wohl abgegangen mit den Taschen. Und mit der Tasche. Und dann einfach einen Mann gefragt, ob er mich mitnehmen soll. Und dann habe ich dann ganz nett gemacht. Einfach so aus dem Nichts, ohne dass ich irgendwie die Daumen rausgehalten habe oder so. Wir sind hier auf jeden Fall alle richtig, richtig nett und hilfsbereit. Also wenn die irgendwie sehen, dass du Hilfe brauchst, das ist mir entspannt. Das ist mir selten aufgefallen. Und diese Vorteile, das ist schon cool. Ja, das wollte ich eigentlich nur mit euch teilen. Und vielleicht habt ihr auch mal so eine Erfahrung gemacht in anderen Ländern. Dann könnt ihr es ja gerne in die Kommentare schreiben und uns das wissen lassen, weil ich finde sowas immer schön, wenn Leute hilfsbereit sind. Genau, jetzt bin ich gleich dran. Chillt. Jetzt wird erstmal weitergearbeitet. Der Trockner ist richtig gut da. Ich habe vielleicht ein bisschen zu lang gemacht, aber es ist alles trocken. Wow, geil. So Leute, Anna ist jetzt am Fahren, also ist schon der dritte Part, den sie fährt. Und sie macht es so richtig gut. Aber jetzt muss ich rechts rüber, ne? Ja, kannst auch dann noch ein Stück geradeaus und dann rechts rüber. Ja, macht sie richtig gut. Hatten zwar wieder so ein paar Krisen wie immer, aber. Ja, aber es liegt ja auch oft an mir, dass ich ein bisschen ruhiger bleiben muss. Ja. Du kannst dir einen Platz aussuchen, wo du hinfährst. Mhm. Und wir fahren wieder nach dem Einkaufen und Wasser auffüllen auf unseren alten Platz. Yes. Wir fangen erstmal mit kurzen Strecken an bei Anna. Und irgendwann kann ich mich zurücklehnen, wenn wir dann wieder zurückfahren aufs Festland und gar nicht mehr fahren. Wieso? Das war doch gut. Ja, genau. Und dann kann ich mich zurück. Gut bist du ausgerastet. Sag ich doch, kann ich mich zurücklehnen. Rückwärtsfahren üben, sehr gut. Warte. Wie fühlst du dich? Er will raus. Ja, dann, gut, hat alles gut geklappt. Ich mach die Tür. Ich hab dein Fenster nicht zugemacht. Ist so schlimm, wir sind doch noch hier. Was hallo, Paulchen. Ich kann es doch erstmal offen lassen. It's your birthday. Paulchen, ist dein Geburtstag. It's your birthday. Mein Lieblingsschmarrn. Guck mal, Bauchchen, wir haben Geburtstag. Oder ich habe Geburtstag. Ich muss mir kurz was wünschen. Ich habe mir was gewünscht. Alles Gute zum Geburtstag, ihr zwei Süßen. Du hast ja noch nicht Geburtstag, Bauchchen. Du hast jetzt im Sommer Geburtstag. Flo wird heute wie alt? Alt. 31 werde ich mit. Yes. Und dafür wie fühlst du dich? Cool. Cool. Und ein bisschen Rückenschmerz, wie immer. Vom Surfen gestern war. Nee, weiß nicht wovon. Und jetzt darfst du gerne aufstehen. Du hast ja schon dein Geschenk bekommen von mir. Aber ich habe noch von Joscha und Laura geschenkt. Ja, und vielleicht ist hier ja auch noch irgendwas. Okay, komm, Bäuchchen. Es ist noch ganz dunkel. Oh, das ist ein Salzstang für dich, Bäuchchen. Erstmal mache ich das hier. Love Notes. Mein Lieblingsschmalz. Ein Gutschein. Happy Birthday to you. Gutschein. Yeah.
for Body. Geil. Dankeschön, mein Schatzi. Gerne. Den hast du schön gezeichnet. Danke. Und meine Lieblingsschrift. Vielleicht steht da auch noch mehr drin, aber das ist okay. Das musst du nicht jetzt herausfinden. Das mache ich später. Ja. Das ist jetzt ein bisschen zu aufregend. Okay. Was ist das für ein cooler Beutel? Ist der aus dem Laden? Ja, der ist aus einem Laden. Aus dem Laden, wo ich du musste das ja irgendwo reintun. Aber warum hast du denn so einen coolen Beutel gekauft? Ach, guck mal, hier ist ja noch was drin. Echt? Ah, das gehörte da zu dem Beutel. So. Das ist die Zappe. Oh, die meine Lieblingsschrift. So eine Ernährung ab 31 vorbei. Und Tigerbalsam. Dankeschön, mein Schatzi. Ich dachte, du magst es doch, wenn das manchmal so geil riecht. Ja, ich mag das sehr gerne. Die Finne habe ich nicht nochmal abgemacht. Nein, alles gut. Danke, der ist cool. Dankeschön. Ja, ich wollte ja so einen Beutel. Achso, du hast den für dich gekauft. Nein, alles gut. So, jetzt kommt noch das von Joscha und Laura. Ja, das ist von Joscha und Laura. Authentic Leather Factory. Aus Tarifa. Tarifa. Man muss dazu sagen, dass wir mit Joscha und Laura vor vielen Wochen zusammen gereist sind und sie mir das schon in die Hand gedrückt haben und gesagt haben, das ist für deinen Geburtstag, gib das lieber ganz schnell an. Oh ja, wusste ich nur, dass es dieses schöne Armband ist. Guck mal. Ach geil, das ist ja voll schön. Ja, aber das soll noch nicht schön, glaube ich. Nee. Dankeschön, Joscha und Laura. Ich rufe euch gleich an. Ja. Geilo, dankeschön. Auch an dich, mein Schatzi. Woher wussten Sie nur, dass ich genau diese Armbreite habe? Woher wussten Sie das? Weiß ich nicht. Na, Laura weiß sowas, wa? Ja, ich glaube schon. Mit 31 kann man auch mal Chips zum Frühstück essen. Mmh, gesunder Lebensstil, ja. Yeah. Die gibt's, glaube ich, nur in Spanien, ne? Weil in Portugal gibt's die auch. Ah, okay. Aber die sind geil. Die Takis, die hat mir einer vor zwei Jahren, nee, letztes Jahr. Ja. Ich liebe die Dinger. Ich konnte nicht warten. Oh, danke schön. Alles Gute zum Geburtstag. Oh Gott, wie süß ihr aussieht, wie aus irgendeiner amerikanischen Sitcom. 70s. Geil, danke. Also ja, fang mal. Mit was soll ich anfangen? Warte. Mit dem da? Nein. Damit. Mit dem Großen? Ja. Hat er einen Pimmel? Nein. Aber du hast zu uns gesagt, du wünschst dir nur zum Geburtstag, dass du der Anna eine neue Buddha-Figur schenkst. Hier, guck mal, ich habe eine neue Buddha-Figur für dich. Dankeschön. Weil deine kaputt gegangen ist. Jetzt kannst du mit dem, genau, das ist von uns beiden zusammen. Weil du so selbstlos bist, verdienst du noch mehr Geschenke nur für dich. Das ist ja lieb, dankeschön. Haben wir auf einem Kunstmarkt geil gekauft. Das ist handgemalt. Cool. Das ist ein alter Seemann mit einer Pfeife im Mund drauf. Voll cool. Guck mal. Wow. Die haben sich richtig schick gemacht für mich. Ja. Muss ich mich jetzt gleich auch mal umziehen. Nein. Das letzte kommt von Herzen. Vom Max. Wie geil. Guck mal, ein Mini-Lavi. Oh, wow. Dankeschön. So was brauchen wir. Das ist ja lieb, danke. Wow, ein Mini-Lavi und das ist ja auch cool. Geil. Happy Birthday. Ich hab das mit Sekundenkleber vom China Store zusammengesetzt. Das ist auch richtig cool. Ja, oder? Das haben wir gesehen und haben irgendwie gedacht, es passt perfekt. Ja, das passt in unser Auto voll gut rein. Mhm. Wir haben tolle Fotos. Wo auch immer hin, aber ja. Ah, doch, können wir es aufhängen? Ja, das ist extra mit so einem Nagel. Ah, cool. Wir haben nämlich eben unsere Disco-Kugel weggeschmissen. Ja, siehst du, habt ihr schon Ersatz. Ist der Flo jetzt zu alt für eine Disco-Kugel im Van? Hier steht irgendwas mit dem. Ja, das ist der Künstler. Der heißt Mehr. Danke, kannst aufhören zu filmen.
So, Flo holt jetzt gerade seinen Kumpel ab aus Coralejo. Wir sind hier in El Cotillo und gehen dann gleich noch brunchen. Ich war jetzt gerade noch mit Paul kurz im Café, um unser YouTube-Video hochzuladen. Und ja, dann werden wir entspannt den Tag genießen, hoffentlich auch noch surfen gehen später. Ich habe gerade gesehen, dass tatsächlich auch hier welche im Wasser sind. Das hatte ich bis jetzt auch noch nicht gesehen. Und ja, Paul verhält sich heute komplett dickkopfig. Aber so ist es manchmal. Und dann schauen wir mal, was es noch so gibt an Flo's Geburtstag. In general, yes. I think the old past people is... Maybe localism is strong, but also like the waves. Mm-hmm. You don't have so many spots, so for me, I mean, I can surf, but I'm a bit of... Langsam. Slowly, I miss the slowly. I have no friends after this. Now it's... Wir haben es geschafft. We got it, but the worst part. Und wie ist dein Geburtstag? Sehr gut und er wird noch besser, das weiß ich. Was passiert denn jetzt? Wir gehen jetzt surfen. Wer denn? Du, ich, Willy und Theresa. Na gut. Und er wird noch besser. Wir haben mal wieder unsere Küche unter Wasser gestellt. Magst du mir die machen? Hundesitting? Ja. Wo ist überhaupt unser Hund? Der ist da drüben kuscheln. Ach so. Hallo Pauli. Keine Wellen? Hat, doch, also nein. Also ja, es gab Wellen. Es gab Wellen, es waren einfach zu viele Menschen drin. Es war so wie auf so einem übelst krassen Rave in Berlin. Ja, guter einfach Vergleich. Zu viele Menschen im Weg. Ja. Man, wie hat die eine so schön gesagt? Ja, heute geht es nur darum zu überleben. Ja. Ja. Nee, war ein super schöner Tag mit den Leuten. Ich bedanke mich auch hier in dem Video nochmal bei allen, die dabei waren. Und bei allen, die mir Geburtstagswünsche geschickt haben. Ja. Und mehr Infos gibt's nächstes Jahr. Genau. Genau. So, wir gehen gleich schlafen. Ne? Yes, wir gehen jetzt gleich sleepen. So, neuer Tag. Wir waren heute Morgen tatsächlich direkt im Wasser zum Sonnenaufgang. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Und ja, jetzt ist es doch ziemlich frisch danach, wenn man dann so sich umzieht. Aber jetzt wird es ja wärmer. Paul, aus! So, der Hund frisst hier gerade schon wieder irgendwas. Flo macht jetzt gerade noch das Auto ein bisschen sauber. Wir haben ein bisschen getankt. Der Tankrabatt gibt es ja jetzt leider nicht mehr in Spanien, die 20%. Und dann fahren wir gleich wieder aus Coralejo, wo wir dann doch gestern Abend ja noch hingefahren sind, rüber nach El Cotillo. Immer das hin und her. Und ja, genau. Haben dann eigentlich heute, später haben wir noch Hundetraining. Ansonsten heute gar nicht mehr so viel. Ach so, ich warte mit Paul draußen, weil der Angst vor dem Wasser hat, wenn er im Auto ist, vor den Geräuschen und ja, sowieso ja auch vor Wasser. Es könnte ja vielleicht der ein oder andere von euch, der auch Hunde hat, mal eine Erfahrung berichten, wie das bei euch so ist.
ja, allgemein, oder wie die Hunde so mit Wasser klarkommen, wie ihr das vielleicht auch in den Griff bekommen habt. Also Paul geht ja auch ungern ins Wasser, aber klar, bei so einer Waschanlage ist natürlich auch nochmal so ein Sonderfall. Alex, es war ganz schön windig, aber wie immer sehr effektiv, oder? Ja, es war super gut, also wirklich. Grüße gehen raus mit Alex, die macht das echt wirklich super. Und ich hätte nie gedacht, dass Online-Hundetraining wirklich so gut funktioniert, weil man das ja auch irgendwie gar nicht kennt so richtig. Ja. Nee, und Paul macht sich eigentlich echt gut und wir müssen mehr konsequenter an uns arbeiten tatsächlich, dass wir es halt auch wirklich durchführen, was wir bei ihr lernen. Ja. Oder? Also. Ja, voll. Also wir können euch den Account und die Website auch gerne nochmal verlinken, für den das vielleicht auch interessant ist. Für diejenigen, genau. Genau. Und ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr üben, weil Paul kommt ja jetzt langsam in die Pubertät. Aber jetzt müssen wir gleich erstmal essen. Genau, Anna kocht jetzt was richtig Leckeres. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich weiß nicht, ob ich was Leckeres koche. Und genau, dann wird gleich gegessen. So, Essen ist fertig und Flo fehlt. Der ist noch mal kurz rausgegangen zum Telefonieren, aber irgendwie kommt er nicht wieder. Tja, dann warte ich jetzt noch kurz, aber auch nicht mehr so lange. Ja, und dann telefoniere ich noch mit einer Freundin und dann ist der Tag auch schon wieder vorbei. Guten Morgen. So, wir sind wieder in Coralejo bei unserem Dünenplatz. Es ist tatsächlich etwas bewölkt seit gestern. Ja, Flo und ich arbeiten heute ein bisschen und dann wollen wir endlich mal uns etwas informieren bezüglich unserer Fähre zurück. Und ja, natürlich auch gerne nochmal ins Wasser gehen. Ja, jetzt starten wir erstmal den Tag bzw. sind schon dabei. Flo zieht sich gerade um. Und ja, mit Paul laufen wir gerade wieder vermehrt an der Leine, weil wir ja nach wie vor unser Hundetraining haben. Und um ihn einfach noch mal so ein bisschen mehr zu fokussieren auf uns und darauf, dass er nicht so immer das macht, was er möchte. So, jetzt auch noch einen guten Morgen von mir. Ja, wir haben wieder, wie Anna schon gesagt hat, wahrscheinlich mit den Dünen geschlafen. In Coralejo. Und guckt euch mal diesen geilen Sonnenaufgang an. Das sieht ziemlich nice aus. Jetzt müsste da hinten noch so ein Wal oder so hochspringen. Das wäre richtig krass. Krasses Foto. Nee, ich gehe jetzt wieder Wasser holen. Weil wir füllen ja unser Wasser meistens bei den Strandduschen auf. Ich weiß gar nicht, ob wir das in einem letzten Video schon mal gesagt haben. Ja, und ich gehe jetzt Wasser holen, weil ich jetzt gerade Frühstückspause habe. Und dann haben wir wieder volles Wasser und dann geht es heute wieder nach Coralejo zu Willy, unserem Freund. Er ist Spanier und hilft halt Anna beim Übersetzen vom Krankenhaus. Er war damals in Huelva im Krankenhaus, das Video habt ihr ja auch gesehen. Und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann werden wir es euch auf jeden Fall verlinken. Und da hat Anna 100 € zu viel gezahlt. Also
Und das müssen wir jetzt irgendwie noch klären. Oder Anna mit Uli. Und genau. Ich fülle jetzt erstmal die erste Runde Wasser auf. Dann geht's nach Cojalejo. Und dann mal gucken, was noch so Schönes passiert heute. So, wir sind tatsächlich dann auch schon recht früh wieder hier rüber gefahren nach Cojalejo von unserem Dünenplatz und Fluss jetzt im Wasser. Schon ziemlich lange irgendwie, wobei er erst meinte, es sieht gar nicht so gut aus. Ich bin noch ein bisschen was am Arbeiten und dann fahren wir danach mal, ach so, habe ich ja auch, glaube ich, schon gesagt, zum Hafen bezüglich unserer Fähre. Und heute Abend sind wir nochmal bei dem Freund, bei dem Willy, den wir aus Frankreich kennen. Der war auch bei Fluss Geburtstag dabei. Nein, gar nicht, aus Spanien, der auch als Surflehrer arbeitet und der reist nämlich morgen wieder ab und genau, da gehen wir nochmal vorbei. Da waren wir gestern Abend tatsächlich schon und die haben auch einen Hund, super interessant, einen schwarzen Podenco irgendwie. Dobby heißt der, der ist auch voll jung und die zwei haben sich auch ganz gut verstanden und da wollten wir einfach nochmal vorbeischauen. Ja, und ja, so ist der Tag dann jetzt auch schon wieder so ein bisschen angebrochen. Ja. So, wir haben ja jetzt gerade so einen neuen Hundepark entdeckt. Und Flo ist schon fleißig am Sabbat-Training. Ja. Ja, der ist hier direkt in der Stadt, haben wir vorher noch nie gesehen. Willst du auch mal probieren? Ja, ich probiere jetzt auch mal. So, wir sind jetzt wieder hier in El Cotillo angekommen. Wir waren ja den Morgen in der Nähe des Hafens. Das ist aber alles doch ein bisschen problematischer, weil einfach in den Monaten jetzt nicht mehr so viele Fähren fahren, die größere Autos aufnehmen. Also wir wissen noch nicht, wie problematisch das ist. Ich muss mich da heute nochmal hinterhängen und mit der Hotline telefonieren, weil Fred Olsen ist super teuer mit der Kabine, 1.500 €. Und das werden wir uns nicht... ist nicht möglich, werden wir wahrscheinlich eine Fähre ohne Kabine buchen müssen, zurück. Und ja, wir haben gedacht, wir sind da irgendwie zeitlich gut aufgestellt, aber anscheinend doch nicht. Und ja, jetzt sind wir hier, es regnet komplett dolle und Paul findet es gar nicht geil, der mag ja gar keinen Regen. Flo war eben kurz mit ihm draußen, aber no chance. Und ja, ich weiß gerade auch nicht, was das soll. Krass windig geworden und unruhig draußen und regnerisch. Und ja, wir haben uns jetzt hier so ein bisschen ins Auto verzogen. Ich weiß nicht, ob wir euch das schon gezeigt haben mit Paulchen draußen. Ja, das habe ich schon gefilmt. Genau, es ist ultra windig und eklig geworden draußen. Wir chillen jetzt hier im Auto, kochen gleich was zu essen. Ich gucke hier nach ein paar neuen Jobs und ja. Anna und Paulchen kuscheln noch ein bisschen miteinander, oder? Ja, irgendwie so, naja. Egal, hoffentlich ist morgen ein bisschen besser. Mit ein bisschen mehr Bewegung. Klar, morgen wird es besser. Ja. Ja, genau. Anna wird sich jetzt noch ins Video machen und schon mal anfangen zu schnibbeln. Yes. Also bis später. So. Anna hat jetzt lecker gekocht. Es gibt lecker Pilze.
vegane Burger Patties, sorry für den Unordnung, und getoastetes Brot und Lupide dazu und ach so Erbsen. Das wird wieder richtig lecker. Wir sind so richtig Burger Patty addicted. Oder auf Deutsch gesagt, was ist denn das addicted? Das deutsche, die deutsche Übersetzung vor allem. Süchtig, süchtig. Süchtig, ja. Yes. Hier steht auch Wasser, falls du möchtest. Oh ja, so ein bisschen Zen. Aber ich bin noch ganz wenig drin. Wow, die Situation findet man gar nicht gut. Vor allem, wenn man noch nicht gegessen hat, ne? Nee. Ich liebe diese Patties einfach. Boah, ist einfach mega geil, ne? Dieses Essen. Du isst mit Messer und Gabel, Schatzi? Hä, ich esse doch immer mit Messer. Achso, du meinst jetzt den Burger? Ja, aber ich habe eben schon ein Brot so genascht. So, neuer Tag und wir machen uns gerade Frühstück, wir waren gerade noch mal im Wasser surfen. Ja, und wir wollten euch nur sagen, dass das eigentlich schon, dass es das schon war für das Video, oder? Und ja, genau, das war's für diese Woche und wir freuen uns natürlich, wenn ihr weiter dran bleibt. Ja, wir haben jetzt tatsächlich schon unsere nächsten Schritte auch etwas genauer geplant, ne? Yes! Und was passiert in den nächsten Schritten, werdet ihr in der nächsten Woche sehen. Bis dann. Bleibt dran. Tschüss. Tschüss.